Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Jetzt auf einer Runde haben wir hier unseren Brückenkopf wunderbar etablieren können. Und jetzt heißt es eigentlich nur mal ein paar mehr Roboter für uns zusammendeichseln. Denn 7 Stück, das ist schon ziemlich wenig, möchte ich mal gestehen. Beziehungsweise eins muss ich doch noch nachgucken. Haben wir jetzt nicht einen neuen Exo? Nein, wir haben noch keine neue Rüstung. Okay, macht nichts. Macht nichts, macht überhaupt gar nichts. So, haben wir denn noch etwas an Verarbeitungsgedöns übrig? Das hier? Ich habe 2. Okay, die können wir noch umsetzen. Ich habe nur mal geschaut, ob da unten noch was ist. Nee. Heißt, den setzen wir glorreich nach da oben, damit wir noch mehr Erz rauspumpen können. Das können wir mehr als gut gebrauchen, gerade wenn wir in Richtung Roboterproduktion gehen. Wie ihr sehen könnt, ein wunderbares Meer aus Batterien. Wenn wir nicht gerade angegriffen werden, dann reicht das auch ewig und 3 Tage aus. So, wir haben hier die hier. 2 weitere. Ihr produziert noch alles schön fleißig ein bisschen was. Jo, passt. Und ich glaube, jetzt ist wieder meine Energie ausgegangen. Okay, Sitz passt und hat Luft. Dann müssen wir nach unten kommen. Das Ganze machen wir natürlich mit Eilexpress. Außer bei dir, denn du brauchst noch lange. Bist du voll, bin ich wahrscheinlich wieder nach unten durchgelaufen. So, hier ist auch nichts, hier ist auch nichts. Ja, später müssen wir mal gucken, dass ihr irgendwie noch einen Versorgungszug durchgeht, der sagt es mir. Jetzt bin ich gerade doof. Achso, der unsere guten, warum wir so eine Reparaturkits noch durch die Gegend trägt. Denn die machen mir vielleicht noch das ein oder andere Problemchen. Da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr an der Front gerade brauchen. Du bist fertig, okay. Dann muss ich doch gleich woanders hinstellen. Denn Landaufmischung ist auch noch was Gutes. Ja, da können sie produzieren, bis sie umfallen. Müssen wir vielleicht nochmal ein, zwei Sachen hinbauen, aber von Anfang nicht schlecht, nicht schlecht. So, und wie ich sehe. Du und du hier. Aber ich möchte eigentlich mal runtergehen von den Dampfmaschinen. Und wir können es noch nicht ganz machen. Noch nicht ganz. Ein kleines bisschen fehlt uns noch. So, oder? Und ich würde mal behaupten, dich bauen wir so rum hin. Ja, warum nicht? Das passt schon. Sieht's, passt und hat Luft. Und das Ziel sieht ja eh, ja, relativ mau aus. Schön, schaut anders aus, aber was soll's. Das können wir auch noch ein bisschen anders hinpumpen. Wir haben Stahl bis zu umfallen. Okay, wir können ja uns ein paar Stahlplatten noch wegnehmen, würde ich mal behaupten. Da dürfte wahrscheinlich nichts dagegen sprechen. Hier ist so eine ganze Reihe. Was haben wir denn hier noch alles? Hier haben wir auch genügend. Ja, haben wir vielleicht gerade ein bisschen zu viel weggenommen. Forschung müsste eigentlich ohne Probleme funktionieren. Jep, da sind wir überall voll. Da muss ich eher gucken, dass die Forschungsgeschwindigkeit vielleicht etwas nach oben geht, aber sonst gar nicht mal so schlecht. Sonst nicht schlecht. Okay, wie schaut es denn hier momentan aus? Können wir mitnehmen? Haben wir denn? Uns fehlen gerade noch ein paar Schaltkreise. Wie viel denn? 1, 2, 3, 4 Schaltkreise. Können wir die produzieren? Ich würde mal sagen, ja. 1, 2, 3, 4. Zum Glück nur mit normalen Kupferplatten. Das funktioniert. Das kriegen wir hin. Und wir bekommen hier sogar ein klitzekleines bisschen Metall nach unten. Finde ich nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal. Du bekommst die 4 hier. Wenn wir die ganzen Elektromotoren haben, dann können wir nämlich damit Chassis bauen lassen. Wenn wir eh schon mal hier unten sind. Nicht mit Schaltnetzwerk verbunden. Oh, schade. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Vielleicht hören wir so gut wie gar nichts. Das ja schon, das wird da reingepumpt und umgewandelt. Ja, was soll's, passt. Dankeschön. Ja, jetzt müssen wir mal alles komplett automatisieren. Oh, jetzt brauche ich noch jede Menge grüne Schaltkreise. Okay. Haben wir denn da mal welche? Ich sehe sie. Ich sehe sie doch und ich sehe jede Menge rote Schaltkreise. Hallöchen, aber auch. Das schreit ja bald mal nach einem kleinen Update hier. Okay, so. Wenn ich bitten darf, gib mir so viel, wie ihr nur geben könnt. Ich sage nämlich definitiv nicht nein dazu. Zack, Dankeschön. Ja, bis die hier fertig sind, da vergeht noch Zeit. Da vergeht noch ziemlich viel Zeit.
Wir werden schon wieder angegriffen, so wie es ausschaut. Aber sie können sie gut aufhalten. Ja, es reicht aus. Das reicht hinten mehr als aus. So. Was ich wahrscheinlich eher brauche, sind noch mehr Batterien. Yep, definitiv. Der Mann braucht definitiv noch mehr Batterien. So. Bleib ich gleich mal hier stehen, warum denn nicht? Kann ich denn selber Batterien herstellen eigentlich? Oder. Nee, ich baue dazu Schwefelsäure. Okay, kann ich nicht machen. Schade, schade, kann ich nicht machen. Kann man denn hier vielleicht noch welche rausnehmen? Yep, können wir. Hier vielleicht noch was drin? Yep, haben wir auch noch was drin? Tut mir leid, ich muss gerade hier ein bisschen, ja, dazwischen grätschen. Könnt ihr sicherlich verstehen. Ich bräuchte hier auch noch was. Ja, dieses ganze Eck hier ist semi-optimal aufgebaut. Es ist für den, eigentlich für den Moment aufgebaut, wenn man so richtig sieht. Aber das war es auch schon. So. Jetzt haben wir zumindest eine Handvoll Batterien wieder. Zack, 50. Wir machen immer doppelt so viele Batterien. Huiuiuiui. Okay. Das heißt, ich brauche noch 30. 34 brauche ich noch. Upp, her damit. Moment, Moment. So, jetzt da. Ups, das wollte ich nicht. Okay, 34 zu bekommen. Könnt ihr vielleicht ein klitzekleines bisschen an Zeit beanspruchen? Ups, so, halt. Halt. Moment mal. So, Dankeschön. Wobei, es geht. Es geht. Ich hätte es mir definitiv schlimmer vorgestellt. Jetzt nehme ich wieder zu viel Stahl mit. Das möchte ich doch eigentlich haben. Okay, so ist besser. Ich habe momentan genug Stahlträger. Brauche ich nicht mehr. Bin glücklich mit der Welt. Mehr als glücklich mit der Welt. So, noch zwei weitere. Dann kann ich mit was anderem weitermachen. Mit was? Das muss ich noch rausfinden. Das sind nur Platten, das sind nur Erze. So. 80. Und dreifach Elektronik. Ja, das darf jetzt erstmal ein bisschen rödeln. Beziehungsweise für. Ich könnte noch ein paar grüne gebrauchen, aber für nachher. Das können wir auch direkt nachher nutzen. Okay, hier wird es auf jeden Fall. Oh. Ist hier unsere Kupferversorgung wird etwas schwächlicher Natur. Also, das geht natürlich nicht. Das geht natürlich ganz und gar nicht. So, das kommen wir erstmal weg hier. Das wird so eine Direktverbindung. So, Dankeschön. Dann müssen wir eher gucken, dass wir hier nochmal eine zweite Linie aufbauen, würde ich mal behaupten. Wenn das schon so schlecht gerade im Moment hier ausschaut. So und so. Okay, und was ist, wenn ich jetzt sage, du hier? Das schaut doch schon wesentlich besser aus. Und wir haben leider keine mehr, so wie es ausschaut. Nope, einen könnte ich gerade mal bauen. Nur einen? Das ist wenig. Das ist ziemlich wenig. Okay, muss ich mal nach oben gucken. Ob ich mir da nicht so ein klitzekleines bisschen was klauen kann. Beziehungsweise, wir haben doch noch Kupferreserven auch da hinten übrig. Stromnetzwerk. Dir geht's gut? Okay. Wenn es dir gut geht, dann bin ich doch glücklich mit der Welt. So, du kommst mal hier rein. Ja, wir produzieren gerade echt zu wenig. Ich glaube, ich bin zu wenig Kupfer, meine Freunde. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Da müssen wir ein bisschen einhaken. Ich hätte gerne hier so viel wie nur irgendwie möglich. Das geht ziemlich langsam. Ja, das geht ziemlich langsam. Na, komm, und noch einen fünften. Okay. Die Frage ist nur, ich glaube, ich habe hier. Wer braucht den Kohle? Du brauchst die Kohle. Das heißt, das Einzige, was ihr momentan Kohle braucht, ist die Handgranatenfabrik. Das heißt, du brauchst im Bestfall nur noch einen einzigen. Das war's. Was macht ihr denn? Wen befeuert ihr denn noch? Ihr befeuert die hier. Die Hochöfen. Oh Gott. Die wollte ich auch mal umstellen. Okay, das heißt, wir haben jetzt insgesamt 1, 2,
Zwei. Und hier, die bauen wir noch alle. Warum nicht? Wenn wir sie schon mal bauen können, dann bauen wir sie auch. Jupp. Und setzen sie nach da unten, damit unser Kupfer wieder etwas, ja, etwas besser ausschaut. Ich meine, wir haben noch volle Ladung. Wir haben hier noch eine volle Ladung, aber wie lange die durchhält, das ist wieder eine andere Sache. Können wir denn vielleicht... Was seid ihr eigentlich? Ihr seid Steine. Ich brauche auf jeden Fall nicht mehr hier unten, das ist schon mal klar. Ich brauche auch nicht mehr. Nun ist eher die Frage, wir hatten doch hier unten auch noch Stein verbringen. Yep, hatten wir. Für Mauerbau zum Beispiel. Liebend gerne. So, zack und zack und zack. Alles hier reinschmeißen. Yep, damit darf er brennen. Sag ich nicht nein dazu. Und du hast noch ein bisschen Holz übrig. Ja, gut, das kann da drin bleiben. Das kann mal da drin bleiben. So, Kupfer hat er mal gesagt, gell? Ja, Kupfer hat er mal gesagt. Ein bisschen Kupfer hinnähern, das kann niemand verwehren. Müssen ja nicht unbedingt alle hinbauen, aber eine Handvoll sollte man schon von unseren Abbauern noch hier haben. So, dann einmal nach oben noch von uns durchgezogen. Yep, einmal gegen den Wind, gegen den Strom laufen. Lieben gerne doch, immer gerne. Und wir haben doch bestimmt irgendwo, das brauchen wir gerade nicht, hier einfache Strommasten, das brauche ich doch. Und noch eine kleine Verbindung oben drüber. So, jetzt läuft's. Ja, hier 1, 2, 3, 4, 4 neue hinzu, das passt. Das ist legitim, damit können wir leben. Haben wir schon mal Kupfer etwas, ja. Hier wird abgebaut, auch produziert. Schauen, wir bauen dreimal so viele elektrische Schaltkreise. Heißt 56, das haben wir auf jeden Fall. Und dann brauchen wir nochmal drei Stück bei 27 haben wir noch. 7, 14, 21, 61. Das heißt 10, 15, 14. Ja, 14 waren es, glaube ich. 14 grüne Schaltpreise brauchen wir noch. Die kriegen wir auf jeden Fall, ja. Und die hier gut produzieren. Da hätte viel zu viel schon wieder. Haben wir schon wieder viel zu viel rausgeklaut, da macht nichts. Passt schon. Schön, dass wir die so nach und nach voll sind. Ja, hier ist alles voll, also. In Sachen Forschung, da können wir jetzt ordentlich ranklotzen, Entschuldigung. Nicht ranbauen, ranklotzen. So, jetzt brauchen wir wieder Stahlplatten. Vielleicht mal richtig viel sogar. Batterien haben wir auch noch hier. So, dankeschön. Mal hier kurz ein kleines Bündel rausgenommen. Brauchen wir nochmal ein paar Stück davon. Dann Umspannwerke haben wir 7 Stück. Hier haben wir noch ein bisschen was. 80, das reicht aus. Okay. Heißt, können wir wieder hochgehen und ein bisschen an unserem Speicher verkünsteln, sagen wir es mal so. Und du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das soll natürlich nicht sein, das soll überhaupt nicht sein. Lasst gefälligst meine Anlagen in Ruhe. Ihr Landing, ihr Landing. Au, 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 au. Sag mal, wo kamen die denn jetzt her? Kamen die? Die haben sich schon wieder dahin gebaut, die Hundlinie, die Landing. Ich wollte gerade sagen, also könnt ihr mal das Zeug nicht mal in Ruhe lassen? Das wäre ganz, ganz liebe Natur. Ah, okay, abbauen. Wo ist der nächste seitliche Angriff hier? Ich glaube, es hakt. Okay, dann müssen wir da mal kurz ein bisschen intervenieren. Was haben wir denn hier gehabt? Hier, das da hier. Zack, wunderbar. Puh, wie machen wir es am klügsten? Dann muss man es richtig so machen. Es ist doof, dass der Mast gerade hier im Weg ist. Den müssen wir vielleicht ein bisschen anders platzieren. So ein klitzig ein bisschen zumindest. Hier rüber. So.
Und so rüber. Passt. Alles hat Strom. Sitz passt und hat Luft. So, und dann machen wir dich hier noch hin. Also wenn das jetzt nicht geschützt ist, dann weiß ich auch nicht. Ach, haben die alle bis auf 3 Drohnen runtergeschossen? Ach, ihr Schweine, ihr Lindigen. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Es dauert dann ewig in der Tag, bis die Mauer hier wieder steht. Aber ich hätte echt nicht gedacht, also das ist... Moment halt, wie? War... Okay, was machst denn du überhaupt hier jetzt? Aha, du bist irgendwo hin. Willst du deinen Kollegen jetzt sagen, oh, da drüben kann man es angreifen oder was? Nein, du wirst einfach nur dahin laufen. Okay. Ja, nee, ist klar. Ach, ihr sammelt euch zu einem Mob gerade zusammen. Ah, das ist natürlich wunderschön. Herrlich, geil, super. Könnt ihr jeden Tag meinen Weg machen. Aber nicht, wenn ich hier bin. Können wir vielleicht nochmal einen bauen so nebenbei? Nee, na, ich hab nichts mehr. Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Warum auch? Okay, ihr sammelt euch. Ich seh's. Ich seh. Wirklich? Ernsthaft? Der wurde über den Haufen gefahren. Dankeschön. Gerechtigkeit gibt's doch noch irgendwo. Und irgendwie. Und irgendwo und irgendwann. Ich weiß, es ist bestimmt nicht das Schönste, was mir gerade erlebt, aber. Na gut. Genau so. Lass mal kurz drin stehen. Braucht einfach ein bisschen mit nur 3 Drohnen. Aber hey, es wird besser. Es wird besser. Sobald wir nicht schon wieder unten sind, dürfte ich wesentlich mehr Drohnen haben. Und nachdem ich jetzt wirklich so wenig Drohnen habe, macht es auch keinen Sinn, gerade hier nach oben zu gehen, das Energiespeicher und alles auszubauen und uns hier weiter auszubreiten, denn ja, wir haben ein kleines Problem vor der Haustür. Ein klitzekleines Problemchen. Da wäre es mal interessant, ich glaube, ich habe noch nicht die Panzertechnologie erforscht, oder ne? Ich habe meinen Buggy. Ja, bringt mir nicht so viel. Bringt mir relativ bis gar nichts eigentlich. Na, das ist doof. Das ist mehr als doof. Was gut ist, hier kommt jetzt zumindest meine Messe einfach hin. Dafür habe ich jetzt genug Geschützturm mehr. Habe ich jetzt, soll ich gerade sagen, habe ich keine Mauern mehr? Das ist aber ganz neu. Ich habe doch immer so viel von allem, also. So, zack, hier. Ein bisschen gesteckt. Und alles ist gut. Dankeschön. Ist auch leer, also kommst du nach da oben. Und der ist auch gleich leer. Mit Betonung auf gleich leer. Jetzt gucken wir am besten mal. Das muss jetzt einfach mal sein. Hier ein paar mehr Geschütze zum Hinstellen. Weil das geht zu weit. Das geht definitiv zu weit. Wie schaut es hier unten aus? Da läuft. Ah, fast alles. Du bist leer produziert. Okay. Dann kriegst du hier einen neuen Verwendungszweck von mir. Darfst dich freuen. Also jetzt ist wirklich wieder alles oben. Ich glaube, ich muss echt Forschungsgeschwindigkeit nach oben setzen. Aber wenn sie mal rollt, dann rollt es wirklich. Was muss ich denn hierfür machen? 0,5 Sekunden kann ich die auch. Kann ich das schnell selbst machen? Ich glaube ja. Machen wir mal kurz. Hier wird nämlich, ja, hier wird alles gerade stehen. En masse steht hier das Zeug. So, hier, zack, von einmal ein bisschen was mitnehmen. Na, geht doch. Und ein paar Logistikroboter. Nee, wobei, mehr noch nicht. Baut noch Brett befreundete Einheiten. Davon noch ein bisschen mehr würde es mich freuen. So, hier können wir noch ein bisschen was machen. Und du, mein Freund, produzierst schön brav weiter. Zack, hier. So. Für nachher. Okay, jetzt können wir wieder um nach oben gehen. Jetzt haben wir genug 28. Und ich glaube, mein kleiner Port kann eh bloß 10 Stück.
gleichzeitig verwalten. Heißt, wir können nach oben gehen. Definitiv nach oben gehen und schauen, dass wir unseren Energiespeichervorrat aufbauen. Wie gesagt, wenn wir genug Energiespeicher haben, fällt es da unten weg. Und dann bin ich mehr als glücklich mit der Welt. So, haben wir denn vielleicht noch? Ne, haben wir gerade nicht mehr. Okay, macht nichts. 700 Schlag mich tot an Landauffrischung. So, das ist die Frage, komme ich hier vorbei? Hallo, könntest du vielleicht weggehen? Ich muss, glaube ich, in einen Zug einsteigen oder sowas. Yep, ich nehme den Zug. Wenn die Strecke zu gefährlich wird, dann muss man mit dem Zuge fahren. Und vielleicht noch. Oh, hopp. Fortfahren. Ich wurde von meinem eigenen Zug über den Haufen gefahren. Verdammt noch eins. Okay, das Pech kann auch bloß ich haben. Das gibt's doch gar nicht. Okay, ja, yep, danke fürs Gespräch. Du kommst hier rein. Ich habe genug Pistolen auf Dauer. Ich brauche keine Pistolen mehr. Glaubt es aber, ob es wollte nicht? Oh, ich keine Pistolen mehr. Hier, Dankeschön. Oh, komm schon. Nichts wurde wiederbelebt. Cool. Das Nichts wurde wiederbelebt. Okay, diesmal machen wir es anders. Diesmal machen wir es anders. Wir warten einfach. So wie man es vielleicht machen sollte, anstatt direkt gegen den Zug zu laufen. Aber ich habe eigentlich Enter gedrückt. Ich habe eigentlich Enter gedrückt. Das Spiel will mich doch verarschen. Weil ich weiß sowas wie ein Sonderzug. Aber. Ja gut, der Sonderzug wäre vielleicht mein Panzer. So, 800. Das heißt, das Ding ist ziemlich bald wieder leer. Treibstoff haben wir auch genug. Warum hier irgendwas? Eigentlich nicht, aber vielleicht können wir. Jetzt kann ich abbauen, wenn ich brauche. Wenn ich es brauche, baue ich es ab. So schaut's aus. Mein ganzes Inventar ist wieder durch die Bahn und überhaupt überall. So, hier können wir das machen. Dann können wir dich nach da einsetzen. Das ganze Zeug brauchen wir gar nicht. Was wir brauchen, ist Dreck auf jeden Fall. Und für Notfall das hier. Ja. Okay, ich warte lieber mal, bis er steht. Man weiß ja nicht. Dankeschön, lieber Zug. Dankeschön. Nett von dir, dass du mich nicht über den Haufen gefahren hast. Finde ich super. Könntest du gelegentlich öfters mal machen. Also in Bezug auf mich nicht über den Haufen fahren. Aber gut, aber gut. Ich bin nicht böse oder sowas. Ich bin nur nachtragend. Jetzt schauen wir mal hier vielleicht. Noch einen Brocken zusammenbauen können. Wäre schön, wenn man etwas größeres Gebiet machen könnte. Oder können wir vielleicht. Okay, Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Bauplan. Bauplause. So. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Leere Ex zu exportieren macht keinen Sinn. Da gebe ich dir recht, aber ich wollte es einfach nur weghaben. Das Spiel versteht nicht, was ich machen wollte, nachdem ich es so nicht löschen konnte. So, hier, Fische weg. Brauchen wir keine. Fische sind unnötig. Fische werden überbewertet. So, da. Wir bauen uns in die Mitte, das ist doch klar. Ach, komm schon. Gerade im Mittelfleck kriegen wir nicht mehr gebacken, oder was? Ja. So, noch habe ich keine Ahnung, was ich da einbauen könnte, aber das wird sich auch noch irgendwie ergeben. So, Dankeschön. Die äußerste Reihe zuerst gebaut. Ah, ich bin stolz auf euch. Das macht ihr selten. Mit selten meine ich sogar richtig selten. Also ein bisschen springt die Kohlekraft an, aber nicht immer. Bei weitem nicht immer. Ah, ist das nicht herrlich? Wenn es funkelt und britzelt, das ist doch fein. Wenn es jetzt noch zwei Sachen tragen können, wäre es natürlich noch, wenn ich es nicht fein habe. Na gut, was soll's. Es gibt Sachen, die sollen halt einfach nicht sein. So, jetzt gucken wir mal.
Fast da ist nur noch da unten. Das da unten fehlt noch. Das letzte Eck hätte ich noch gerne. Nein, Trünchen, du bist nicht weit genug geflogen. Drohnenflug in Ehren kann niemand verlieren. Na komm, irgendeine muss doch jetzt nach links unten noch gehen. Ja, sag bloß, sie haben mich jetzt wieder ausgekarrt. Nein, nicht ganz. Eigentlich müsste es doch reichen. Das halbe Gebiet ist markiert, also bitte flieg dorthin. Sie machen es wirklich nicht. Ja, jetzt hast du mich voll gebaut. Na, danke auch fürs Gespräch. Okay, sag so, Hölster. Wie ist es auseinandergebrochen? Ist es auseinandergebrochen? Okay. Ich verstehe viele Sprachen auf dieser Welt. Nein, nicht wirklich. Aber die Sprache der Gewalt verstehe ich immer gerne. Die verstehe ich auf Anhieb, möchte ich mal behaupten. Da sieht es relativ gut aus. Ich überlege gerade hier einfach weiter auszubauen und zu sagen, hey komm, ihr könnt mich doch mal alle Kreuzboys. Ich glaube, das mache ich auch. Einmal hier, einmal dort. Soll ich ins Kernland vorstoßen? Ja, ich weiß nicht. Das ist ziemlich viel gerade, aber ich hätte meine Energieversorgung dann zumindest. Ah, nee, vergiss es lieber. Ich vergiss es wieder ganz schnell. Ich muss mich fokussieren. Mein Hauptaugenmerk sollte wirklich erstmal hier eine Straße. Oh, warte, machen wir. Stimmt, ich brauche noch Beton. 140% laufen. Ziegelstein, Eisenerz und Wasser. Das war so klar. Das war so klar, dass da auch noch was reinkommt. Weil da ist was kaputt gegangen und da muss ich hin. Da muss ich so quasi hin. Geht nicht anders. Ich hätte schon hingerufen. Du bist noch leer. Das dauert noch ein bisschen. Ihr greift eh nicht an, aber der Cluster, also das ist schon... Das ist schon so ein bisschen böse, was die mir hier entgegenstrecken wollen. Diese Landing. Oh, da gibt es was zu reparieren. Naja, folgt bloß. Oh, das sind viele. Das sind definitiv viele. Nichts, was meine Verteidigung aber nicht ausmachen kann. Heißt, ich bin jetzt momentan so ein klitzekleines bisschen eingesperrt. Mit Betonung auf ein klitzekleines bisschen. Kann ich echt bloß... Ich glaube, ich mache hier ein Verteidigungseck mal draus. Mehr Lasergeschütze, mehr Reichweite, mehr Schaden, mehr alles. Weil das geht mir auf den Sack hier. Also das ist. Das muss definitiv nicht sein. Ich meine, auf die Klöten. Das Wort mit S kriegt YouTube vielleicht mit, aber Klöten, ich weiß nicht. Ist es so fein justiert, dass es so ein Wort wie Klöten überhaupt versteht? Ich werde es wissen, wenn dieses Video wieder gefleckt wird oder sonst irgendwas. So, Hallöchen, haha, pff. Auf Nimmerwiedersehen. Zack, raus mit mir. Das Eck des Grauens hier oben sowieso ausschaut. So, die kommen jetzt mal alle weg. Ihr bekommt waschechte Lasergeschütztürme von mir. Sodle. Da braucht man nichts mehr mit Robotern oder sowas. Da wird beinhart nur noch mit Energie geschossen. Alter, da bringt nichts. Haben schon gemerkt, die Kugeln, die bringen einfach nichts auf Dauer. Nicht mehr. Vielleicht Uranverseuchte, ja, nee, ist klar. Urangetränkte Varianten, aber selbst die durften wahrscheinlich ja auf Dauer ihre kleinen Schwierigkeiten haben. Ah, hier unten ist es. Gerade sagen, oh, muss doch noch ein. Weitere Verarbeitungseinheit sein. So, zack, fertig. Genau das wollte ich doch. Hallo? Besser. Wir haben ziemlich viel. 19,5 Megawatt produzieren sie, aber das müssten sie eigentlich gar nicht mehr. Deswegen sagen wir es einfach mal. Die ganze Scharte hier abbauen. Brauchen wir nicht mehr.
Wir reduzieren nach und nach runter. Solle. Also Dampf müsste es auf jeden Fall mehr als genug noch drin sein in dem Ding. Ach so, da haben wir nochmal zwei Kessel da drüben. Ah, okay, verstehe, verstehe. Die sollte ich vielleicht sogar noch angeschlossen lassen. So. Und Rohre. Da haben wir ein paar Rohre. Wir tun auf ein paar. Ja, jetzt wird's besser. Haben nicht zwar den vollen Output, aber was soll's. Brauchen sie eh nicht haben. Das brauchen sie definitiv überhaupt gar nicht. So, wie schaut's denn hier unten momentan aus? Bergbauproduktivität Nummer 3 ist fast fertig. Das hingegen freut mich zu hören. Finde ich super. Finde ich sogar sehr super. Hier unten dürfte es wahrscheinlich auch schon... Hoje, hallo, hallo, hallo. Da links muss ich auch mal kurz hingucken. Wir brauchen nochmal 6. 6 davon. Dann bin ich wieder glücklich mit der Welt. Wir kommen gleich wieder zu dir runter. Aber erstmal möchte ich nach da oben gucken. Was ist denn hier passiert? Warum 23 Warnmeldungen? Weil ich hier anscheinend ein bisschen angegangen wurde. Mit dem Wissen mache ich ein bisschen ziemlich viel hier. Hoje, Hallöchen. Ein bisschen arg viel sogar. Ja, die werden aggressiver da drüben, aber ich baue so nach und nach ab. Also die Umweltverschmutzung sollte ja geringermaßen immer niedriger werden. Also so nach und nach. Vielleicht so jedes zweite, dritte, vierte, fünfte Jährchen, Quartälchen. Ja, nennt es wie ihr wollt. Ah, ich habe noch eine Idee. Wenn wir schon mal jetzt so ein Output haben, können wir doch direkt noch sagen, zack, hier. Kriegen wir eine geschlossene Linie nach drüben. Sollte uns in Produktionsfabriken auch wesentlich besser gefallen. So, gucken wir nochmal. Jetzt müsst du eigentlich, also, wenn ich die Sachen natürlich nicht reinstopfe, dann kann das natürlich auch nicht fertig produzieren. Da haben wir auch genug. Da haben wir auch genug. Hier fehlt uns noch mehr Eisen, würde ich mal behaupten. Dankeschön. Bergproduktivität erhöht. Das ist schon mal gut. So, das nächste wäre Forschungsgeschwindigkeit erhöhen. Damit wir schneller forschen können. Das spricht ja eigentlich mal gar nichts dagegen. Wobei, was ich jetzt... Erhöht die Feuerrate von Lasergeschützen. Ich glaube, das mache ich doch zuerst noch. Schwerel aus Kohle herzustellen. Oh, das klingt natürlich auch super. Wir machen zuerst mal das. Das machen wir nur, solange es geht. Ich muss mir ernsthaft denken, kann ich denn dieses pinke... Ah, ich kann das schon produzieren? Ich kann schon pinke... Okay. Das habe ich wiederum nicht gewusst. Lichtbogenöfen. Was mache ich denn Lichtbogenöfen? Hier mit Stahlträgern. Oh je, oh je. Wie kriege ich einen Stahlträger hier unter? Ich glaube, ich brauche mal sowas wie ein Warnlager. Ganz, ganz dringend sogar. Und vielleicht hier so ein Robotergedöns, damit sie immer durch die Gegend fliegen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so das Verkehrteste. Dass wir hier auf Fließbänder verzichten. Beziehungsweise, wir haben ein Hauptfließband, das hier überall durchgeht. So wie hier, aber so Kleinigkeiten. Dass die anderweitig gemacht werden. Ich bin am Überlegen. Am Überlegen und am Strategieren. Können wir eigentlich schon Uran irgendwie verarbeiten in irgendeiner Art und Weise? Ich glaube noch nicht, gell? Dazu haben wir noch hier Kernenergie. Das Gute hat uns gefehlt. Gute, gute Kernenergie. So, alles mitnehmen. Dankeschön. Und ich würde mal behaupten, jetzt können wir... Okay, Moment, 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 Moment. Da unten ist das in die Luft geflogen? Ernsthaft? Komm schon, Leute, Leute. Hier unten ist was in die Luft geflogen. Boah. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen die Mauer vorhin fertig machen, so wie es ausschaut. So, dankeschön. Schaut doch wesentlich gesünder schon mal aus. Na, die werden einfach immer...
soll ich sagen, aufdringlicher, dreister. Das ist, wie ihr es wollt. So, ich bräuchte die grüne Zahnräder und ich bräuchte die Zahnräder auch noch. Soll ich eine eigene Produktionslinie hinten machen dafür? Mal wieder. Na, es ist auch blöd. Ich überlege gerade, wie ich es am besten machen kann, dass ich hier ein paar Roboter auf die Peripherie losschicke. Dass sie die automatischen Reparaturen da alles macht, aber ich bin echt so ein bisschen zwiegespalten momentan mit dem ganzen Zeug hier. Also an sich können wir mich hier reinschmeißen in die Phalanx. Das sagen wir schon mal nicht nein dazu. Ist jetzt zumindest schon mal etwas. Zack, hier. 20 Stück. Und du kriegst sogar von mir hier ein bisschen was zum Reparieren. Oh, die erste Drohne, wie süß. Das sage ich nämlich definitiv nicht nein dazu. So, dann tun wir hier nämlich mal... Ach komm, wir bauen ja alles voll. Wenn wir schon mal ein paar Geschütze noch übrig haben, können wir die Mauer hier vor uns hinbauen. Genauso wie hier unten. Wobei, brauche ich die noch für irgendwas? Wir können... Oh, komm schon, ernsthaft. Oh Mann. Jungs, das macht man nicht. Seid ihr vielleicht... Yep, ihr seid gerade ziemlich beladen. Das heißt... Lässige Geschützfeuerradio, das ist mir... Das brauche ich auf jeden Fall. Jetzt pumpen wir uns einmal voll. So kann es natürlich nicht weitergehen auf Dauer. Zack, ein Hangar und danach kommt noch ein Hangar. Weil so viel muss es echt mal sein. Ach, ihr seid alle gerade voll. Das sage ich natürlich nicht nein dazu. So, bitteschön. Haben wir noch mal einen? Yep, natürlich haben wir noch mal einen. Hier noch irgendwas? Da leider nicht. Aber hier hat man noch ein bisschen was übrig. Ha! Sitz passt und hat Luft. Jetzt können wir sowas doppelt noch mit abziehen. Und damit nämlich unseren Roboter-Hangar-Kreis ein bisschen aufbauen. Aber ich hab. Oh! Oh, okay. Rote Schaltkreis. Moment, ja, okay. Da weiß ich doch einen Ort, wo ich davon jede Menge herbekomme. Hier. Jupp, wir rennen denen sogar noch entgegen, wenn es sein muss. So, 5 Stück davon. Passt. Im Notfall haben wir sogar noch ein paar mehr. Aber langsam ist das Eck hier links und das rechts hier oben. Die beiden Punkte scheinen mir ganz schön kritischer Natur zu sein. Gerade sagen, also irgendwo bleibe ich gerade hängen. Geh mal gar nicht. Okay, wir sind hier auf. Guck gerade immer so ein bisschen auf die Energieanzeige. Ob wir da noch in einem Bereich sind, wo ich sage, okay, das gefällt mir, das passt so. So, bitte einmal reparieren. Dankeschön. Und zurück in die Militärforschungseinrichtung. Wir brauchen jetzt eh ein bisschen, bis die ganzen Zahnräder produziert sind. Also können wir nochmal schnell nach unten gucken. Und zwar, wo sind wir denn zu Hause? Ah, hier waren wir zu Hause. Hier, guck. Wunderbar. 5 Stück eingebaut. Mehr habe ich momentan nicht. Okay, passt. Sieht's passt unter Luft. Und wenn wir dann Reparaturkits haben, hoffe ich mal, dass wir nicht damit rechnen müssen, dass wir hier neue, sagt es mir, neue Desktop hinstellen müssen. Das wäre ja ein kleines bisschen unschön, sagen wir es mal so. So, wir sind hier dran. Zack. Wenn wir gerade müssten wir so hingehen, aber sind wir nicht. Wir sind nämlich hier oben unterwegs. Das heißt, so viel wie können wir. Oh. Soll ich vielleicht nicht unbedingt das Eck rumlaufen? Können wir hier das ein bisschen erweitern? Wäre das. Ich denke, wäre es an sich wirklich hier das gerade. Oh, Hilfe! Von hier gerade nach oben zu fahren. Das müsste doch eigentlich funktionieren.
Ist in der Theorie. Lass mal sagen, hier kommt dann der nächste irgendwo hin. Ich muss mich mal. Muss ich mal kurz durchbuddeln. Okay. Dann sagen wir, sind hier. Das heißt, der nächste müsste ja dann irgendwo. Müsste genau hier auf den Gleisen sein. Ja, was aber auch für ein Glück, dass es genau an der Stelle sein muss. Danach müssten wir hier sein. Das wäre dann etwas eingeengt. Außer wir gehen hier ein bisschen nach oben. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, also für den Anfang aber mal. Hauptsache, das Ding ist ein bisschen geschützt. Sagen wir jetzt mal, zack, einmal hier hin. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen Strom. Jetzt da hier. Wunderschön. So, das heißt, die Roboter können sich mal in Ruhe hin und her bewegen. Wenn sie natürlich auch hier wieder Strom hätten. Jetzt da besser. Sieht's, passt und hat Luft. Und die Mauer machen wir mal ganz schnell wieder zu. Und gleichzeitig schauen wir mal. Denn ich glaube, wir haben da oben vielleicht das eine oder andere Verlüstle. Ja, hier kommt das nächste Scheiße. Wir werden schon mal angegriffen hier von den Viechern. Das sollte natürlich nicht sein. Dankeschön. Und ein bitte nachbauen. So viel Zeit muss sein. Da haben wir auch ein bisschen was zu bekommen. Passt, jetzt bei der Luft. Achso, der gehört noch mir. Ich wollte gerade sagen, warum fliegt der denn da hinten so in der Gegend rum? Ah ja, gut, er gehört mir. Was soll er denn anderes machen? Okay, jetzt ist die Frage. So rüber. Wie weit müssen wir denn auf die Seite noch rübergehen? Ja, wie immer. Kein Strom. So, jetzt hast du aber Strom. Und haben wir es gut gemacht oder haben wir es schlecht gemacht an der Stelle? Ich würde mal behaupten, wir haben es. Ja, nicht hundertprozentig. Leider nicht hundertprozentig, aber es macht nichts. So. Bin ja schon mal froh, dass wir überhaupt einen Perimeter haben. Und gerade richtig gekommen, sag ich mal. Gerade richtig gekommen. So. Alles hat Strom und ist der ganze obere Bereich hier, oder? Würde man sagen, hier, hier, das ist der hier. Der Großteil der Basis ist schon mal bedeckt. Wir haben eine Handvoll Drohnchen, die rumfliegen können. Das ist doch super. Roboter. Da kommen ein paar Bomben auf jeden Fall. Wir müssen schließlich ja auch noch ein bisschen was hier reißen können. Aber die sind schon mal gut aufgestellt. Hier auch. Hier kommt auch ein bisschen was durch. Geforscht wird hier recht gut. Ja, sitzt, passt und hat Luft. Unten auch, das muss nach oben verlagern. Bin gerade so ein bisschen an der Bestandsaufnahme, was man so alles braucht. Und ich sehe gerade noch, ich habe die Dampfmaschine noch bei mir. Die brauchen wir natürlich nicht mehr. Die können wir hier reinschmeißen. Genauso wie die Heizkessel. Die habe ich bestimmt auch irgendwo. Wir haben hier ein. Nur ein? Ernsthaft? Okay. Schön können es wären ein paar mehr gewesen, aber was soll's. Was bräuchte ich denn? Ich brauche noch ein paar Schaltkreise. Die kriege ich natürlich her. Und zwar einmal hier. So, Dankeschön. So. Können wir nicht die restlichen Roboterrahmen auch noch verbauen? Und gleich mal sagen, wir hauen noch ein paar mehr ins System rein. Klingt doch nach einem guten Mörder, yep, würde ich mal behaupten. Beste Plan ever. Okay, vielleicht soll ich vielleicht hier. So, und zack. Und jetzt bräuchte man noch ein paar Reparaturkits, wie es ausschaut. Die kriege ich natürlich auch noch irgendwie rein. Zack, 13 Stück. Nicht genug Komponenten, ihr könnt es ja dann rumverteilen. Ihr wisst ja, wo was hin müsst. Wo was hin muss, so muss ich ja sagen. Noch ein bisschen Kohle haben wir hier. Genau, wo die Kohle herkommt.
Darf natürlich liebend gerne hier eingelagert werden. Wir haben hier noch ein bisschen was und hier noch ein bisschen was. Und ich würde mal behaupten, die Kisten sind gut voll. Die sind gerade mehr als gut voll. Also wenn es einmal richtig läuft, dann läuft es richtig. Wie schaut's denn aus? Genau. Das Automatisieren. Eisenzahnräder, Elektroschaltkreise. Wo mache ich mir denn das Ganze hin am besten? Würde fast mal behaupten, wir machen uns hier was hin. Dazu brauche ich natürlich Elektroschaltkreise. Wer hat's gedacht? Okay. Und zwar eine Montagefabrik. Ich überlege gerade, reicht eine aus? Ne, wir brauchen zwei dafür. Brauchen zwei Stück. Wobei die eine kann eigentlich eine normale bleiben. Dass wir sagen, hey, wir bauen einmal hier eine hin. Und eine hierhin. In der hier brauchen wir. Oder wie lange braucht denn das überhaupt? 0,5 Sekunden? Schau mal. Schauen wir doch mal, wie schnell wir produzieren können. So, es ist nämlich da rein, da rein, da rein. Und hier rein. Ich habe bestimmt noch eine. Ich habe eine Holzkiste, passt. Mehr als Holzkiste brauchen wir auch momentan nicht. So, Strom ist auch drauf. Ja, ist ja ein bisschen langsam momentan. Stapelanzahl von 2. Ja, könnte auch ein bisschen schneller gehen, aber was soll's. Auf jeden Fall, wir bekommen gut dazu. Wir bekommen sehr gut dazu. Das heißt, später mal können wir dann eine Direktverbindung darüber machen, aber von Anfang bin ich mehr als zufrieden. Und ich glaube, wir machen sogar eine Stahlkiste draus. Wir dürfen ruhig produzieren, bis ihnen schwindlig wird. Da sage ich nicht nein dazu. Kommen wir nachher wieder runter. Ich überlege gerade, nee, da unten ist es kein Roboter mehr. Da habe ich auch nichts mehr, da habe ich auch nichts mehr. So. Jetzt wäre es interessant, ob wir das hier machen sollen. Oder ob ich sage, ich baue da oben noch ein bisschen hin. Das Problem ist nämlich wirklich immer noch die Energieversorgung. Ich bin etwas zwiegespalten, was ich wie am besten machen könnte. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist hier mal hier ein bisschen was holen. Und hier noch ein bisschen was holen. Das Wichtigste überhaupt, die guten Kupferplatten. Ich überlege gerade, hier gibt es einen massiven Fluss momentan. Das ist definitiv nicht mehr notwendig. Keine Ahnung, warum das immer noch hier ist. Ach, und der Fluss ist voll, und warum ist. Ach, der wird schneller abgearbeitet wahrscheinlich als der andere. Okay. Dem kann ich wiederum. Das kann ich nachvollziehen. So. Eins, zwei und drei. Und jetzt fehlen uns Eisenzahnräder mal wieder. Immer der gute Stahl. Der scheint mir echt so ein bisschen Probleme zu bereiten. Wie ihr seht, ich versuche gerade die Mauer vollends durchzubekommen. Beziehungsweise. Ich habe doch noch. Ah, ich mache noch was anderes. Ich hab eine Idee. In der nächsten Aufnahmerunde gibt es eine Umstrukturierung hier von dem Ganzen. Zwar eine massive. Dazu brauche ich aber jede Menge Fluggestelle. Was heißt, ich kann hier schon mal ein bisschen was vorbereiten. Und zwar sage ich hier, bitte, bitte, baue mir doch rote Motoren. Dafür kriegst du das von mir. Und jede Menge gelbe Motoren. Machen nämlich hier einen Komplex für sich, dass hier wirklich ein kleiner Logistikraum entsteht. So, es wird ausreichen. 50 Drohnen zum Hin und Her transportieren. Also wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Ich
Dann weiß ich ja auch nicht. Du hier. Bitte einmal voll tanken. Ich brauche immer doppelt so viel. Das heißt, ich bräuchte nochmal 52, 50. Ja, gut, komm. Machen wir 52. 60, mal 60. Bauen so oder so nachher noch ein paar mehr. Also, ob wir sie jetzt machen oder nachher machen. Jetzt klar oder nachher klar, ist eigentlich egal. Was ich mir gerade eher wundere, ist die Sache. Zack, hier. Da muss ich Munition natürlich rein. Okay, und bis der mal fertig ist, das dauert ein bisschen. Dann können wir aber schon mal gucken, wenn wir eine Drohne auf jeden Fall hier. Ich würde behaupten, eigentlich könnte ein Ding in der Theorie alles abstecken, aber in der Praxis ist dem natürlich nicht so. Dafür haben wir viel zu viele Sachen hier. Wir betonen auch wirklich viel zu viele Sachen. Aber wir können das Ganze etwas, ja, einengen, sagen wir es mal so. Deswegen fangen wir mal an, indem wir sagen, sollen wir hier den ersten hinbauen? Welcher transportmäßig sollte ja eigentlich hier alles auch in Ordnung sein. Wir gucken mal, was passiert, wenn ich jetzt hier so eine Art Dreieck aufspanne. Nichts, weil ich erstmal ein kleines Update bekommen habe. Waffentechnik, okay, das ist alles gar nicht mal so schlecht. Batterie, Mark 2 Ausrüstung. Abfalllogistik, Arbeitsrobotergeschwindigkeit. Bremskraft, damit es noch schneller ist, das brauchen wir nicht. Exoskelett. Geschwindigkeit zu erhöhen, du kannst mehrere Exoskelette gleichzeitig ausrüsten. Bräuchte ich aber eher eine größere Rüstung, würde ich mal behaupten. Ein fetter, fetter Kampfanzug. Aber nicht das Größte, was ich bekommen kann. Aber Ladung, persönliche Selbstverteidigung, Lasergeschützschaden. Nee, aber ich glaube, wir haben mal gesagt, keine Energie. So von nebenbei. Nee, machen wir Forschungsgeschwindigkeit. Das habe ich schon vorhin gesagt gehabt, das müssen wir unbedingt mal machen. So, und dann noch das glorreich Spitzeln hier oben. Oder auch nicht. Hallo? So. Ein wunderbares Dreieck. Und wir können unseren ersten kleinen Mini-Arbeiter reinschmeißen. Hat doch auch vieles für sich. So, weil gerade die da hier, die können wir zu einem Cluster machen. Wobei, sie brauchen das und sie brauchen das hier. Ich muss mal gucken, sie brauchen die und die hier. Also die zwei auf jeden Fall. Aber das können wir ein bisschen anders verpacken, ein bisschen schöner machen, etwas, ja, wie soll ich sagen, aerodynamischer. Plus natürlich. Ach, habe ich jetzt zu viel Wege weggenommen, oder? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich zu viel weggenommen auf Anhieb. So, drei Solle. Was wir jetzt nämlich machen werden, ist. Da waren noch ein paar Roboter. Wir werden nach und nach, wie gesagt, das Ganze ein bisschen umbauen. 42 Megawatt, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das sollte eigentlich ausreichen, um den Takt zu machen, dass wir sagen, wir machen hier kleine Cluster und tun das nach und nach etwas, ja, upgraden. Sagen wir mal so rum. Upgraden dürfte wahrscheinlich ziemlich gut treffen. Weil die Produktionsstraße hier, wie es funktioniert, ist nicht schlecht. Das können wir ja so lassen. Aber das hier gefällt mir nicht. Gerade zum Beispiel diese roten. Sagt es mir. Ah, die roten Schaltkreise. Dass die hier so über die Bahn verlaufen, ist nicht schön, weil das verschwindet ja auch nachher. Und ich möchte hier dann mich mal mit dem Uranerzabbau so ein kleines bisschen auseinandersetzen. Uiuiui. Die gehen an dem Wald drauf. Ich möchte am liebsten Bäume pflanzen überall. Das gefällt mir nämlich. Gefällt mir nämlich sehr. Und hier oben bräuchte ich eigentlich auch noch ein Radar. 500, 200, 600. Und hier
43, war noch ziemlich viel. Ich kann dann gucken, was braucht denn hier eigentlich so lange? Du brauchst auch Munition. Aha, du brauchst auch Munition. Und ich habe momentan nur ein einziges Mal, so wie es ausschaut. Das ist natürlich auch etwas bis ganz leicht kontraproduktiv, würde ich behaupten, denn dich brauchen wir. Ah, die brauchen wir gerade gar nicht. Okay, es war Militärforschung, wo wir so viel gebaut haben. Okay. Aber das ist auch noch sowas zum Beispiel, dass man sagt, okay, das sieht zwar alles schon gut aus, aber ja, ihr seht, es ist ein großer Haufen von allem. Ich möchte lieber das hier alles ein bisschen kompakter gestalten. Wobei das geht eigentlich wieder, aber das hier und ja. Muss ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Die Betonung auf ein bisschen. Das muss auch anders verlegt werden. Aber wisst ihr was? Darüber mache ich mir das nächste Mal im Kopf. Bis dato aber, hoffe ich, hat viel Spaß beim Zuschauen. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei sein könntet. Bis dato, macht's gut und wie immer. Tschüssi. Und dann schaut das Ganze auch etwas besser aus.